Sachsen, Bayern, Berliner, Baden-Württemberger. Von überall kommen sie zu Pfingsten auf die Insel Rügen. Und alle haben vor allem ein Ziel, die Ostsee. Da liegt auch der Campingplatz von Lobbe, zu 100% ausgebucht. Schon bevor die Rezeption öffnet, auch hier Stau. So, da haben wir 10 Nächte, da kombinieren wir die beiden Angebote, einmal das für 7 Euro und einmal das für 59. Ja. Sie sind 2 Personen? Ja. Weitere Personen oder ein Hund dabei? Nein, haben wir nicht. 8 Stunden Fahrt liegen hinter Christel und Horst aus Lutherstadt Wittenberg. Wir waren im vorigen Jahr schon hier und es hat so gut gefallen und dann wollen wir noch mal Pfingsten hier verbringen. Ja. War wunderschön. Er kennt jeden Schleichweg auf Rügen. Hallo? Ja, hallo, hier ist Jan Polewey vom ADAC. Ich wollte mich anmelden, dass ich gleich bei Ihnen bin. Wo finde ich Sie genau? Sie stehen an der Ampel, lese ich hier. Sie stehen an der Ampel, ich stehe an der Ampel. 8 Stunden Reparaturstress liegen vor ihm. Am Anreisetag ist es besonders schlimm. Okay, also wenn Sie nach links gucken, sehen Sie dann einen Netto-Parkplatz, ja? Richtig, ja, genau. Also meine Anzeigen vorne, die blinken auf und meine Nadeln, die machen brrrr teilweise. Die zucken so ein bisschen, ja. Und das ist alles, was er noch von sich gibt. Also, vermute ich mal, dass Ihre Batterie leer ist. Nee. Das vermute ich. Weil ich glaube, das ist, also, ja? Ich nehme nichts von ihr weg. Ja, okay. Ich spring mal drüben rein. Ja. Ba-ba-ba-da-ba-da-ba-da. Ja, das geht gar nichts. So. ADAC-Engel Jan Polewey hilft dem Weltenbummler aus Dachau. Der hat 7000 Kilometer durchs Baltikum hinter sich. Und jetzt noch Rügen. Hört sich schon mal gut an, ne? Lichtmaschine lädt auf. Die hätte es ja auch noch sein können als Ursache, ja, ne? Wenn die Batterie nicht mehr nachgeladen wird. Dann, ne? Ich will jetzt noch mal Ihre Batterie überprüfen, wie der Zustand von Ihrer Batterie ist. Motor lassen wir so lange an hier. Motor läuft, alles okay. Weiter geht's Richtung Campingplatz, denkst du. Batterie ist kaputt. Die hat Geist aufgegeben. Okay, das kann passieren einfach so. Das kann passieren. Höchstwahrscheinlich beim letzten Mal starten, ist sie zusammengebrochen. Aber jetzt müsste ich erst zu einer Werkstatt, beziehungsweise, ja, ich denke schon eher Werkstatt, weil das kannst du selber nicht ein- und ausbauen. Mit ganz viel Glück hätte ich sogar eine mit dabei für Sie. Aber ob er wirklich die richtige mit hat? Zur gleichen Zeit auf dem Campingplatz Stad Strandtorp in Lobbe. Der liegt direkt am Wasser, hat 320 Stellplätze. Hier rollt's. Horst campt seit 30 Jahren. Sein Assistent, die Einparkhilfe, 1.600 Euro hat er investiert. Das Erste, was wir machen, Strom. Damit Kaffee gekocht werden kann und der Kühlschrank geht. So, werden wir mal. Und dann wird das Vorzelt aufgebaut. Haben wir ja dann wie unsere Wohnstube hier vorne dran. Ich bin erst das zweite Mal mit. Ja, wir kennen uns erst 2 Jahre. Ach, noch nicht mal. Ich bin neu. Ich habe erst mal campen gelernt. Ich habe noch nie in meinem Leben gecampt. Ich bin immer ins Flugzeug gestiegen und durch die Welt geflogen. Und jetzt fahre ich campen. 20 Kilometer vom Campingplatz entfernt, das Ostseebad Binz. Großeinsatz am Anreisetag für die Knöllchen-Sheriffs. Antje Baumert. Legen wir da noch einen hin, das sieht doch schön aus. Und jetzt sind's 3. Hallo. Mit ihrem Kollegen Daniel Hartlieb. Sie sind gerade gekommen, ne? Ja, alles gut. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Naja, aber ich kann auch, ich habe auch kleine. Sie haben kleine, sehr schön. Ja. Dann viel Spaß. Ja. Wir sind das schon gewohnt, die 3 Tage, wo wir hier sind, dass wir doch viel bezahlen müssen. 15.000 Urlauberbetten in Binz. 6 und 5. Ja. Und gerade mal 250 öffentliche Parkplätze. Da unten 6, immer nach der Uhrzeit. 5. Und wir sehen dann, wenn wir eine halbe Stunde rumkommen, ob er sich bewegt hat. Ansonsten gibt's dann eben noch mal ein 15-Euro-Ticket obendrauf. Ja. Knöllchen verteilen. Wie ist so ein Job überhaupt? Spannend, wie er so schon sagt, man weiß morgens wirklich nicht, was einen erwartet. Was für Aufträge wieder reinkommen.
Das wird schön. Und wir sind halt ein wirklich gutes Team. Das macht Spaß. Oh, der darf nicht. Genau. Auf jeden Fall kein Bewohnerausweis drin. 12 und 12. Ja. Das finde ich gut. Hallo. Diese Idioten, es steht ein großes Schild und keiner sieht, dass da vorne sagt Anwohnerausweis Nummer 5. Dafür sind wir hier. Ich komme seit 1990 hierher. Mhm. Ich bin also jetzt 29 Jahre alt. Ja. Und ich habe hier 15 Mal schon in Binz gewesen, aber ich habe nie mein Auto so geparkt. Ja. Und wie gesagt, das sieht man wirklich. Uns wird ja immer, gesagt, man sieht die Schilder nicht. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, sehe ich auch so. Den Deutschen muss man ans Portemonnaie gehen. Das ist das Problem. Das ist in jeder Sache so. Sobald sie mit einer Strafe kommt, die den Leuten ans Portemonnaie geht, dann kommt eine Änderung im Verhalten. Aber nicht sonst. Und was ist mit der Batterie für den Bayern? Das ist die Batterie, die kann ich Ihnen einbauen. Hier ist meine Liste. 80 Ampere-Stunden Batterie, 160 Euro. Bei 10 ADAC-Einsätzen ist es 8-mal die Batterie. Eine Dreiviertelstunde hat er bis jetzt gebraucht und die nächste Panne ist schon gemeldet. Trotzdem, Zeit für Smalltalk muss sein. Kundenfreundlich. Aber da im Baltikum, da ist es so, da fährt man teilweise 3 Stunden über Sandstraßen, das kann man sich gar nicht vorstellen, bis dann irgendwann einmal ein Campingplatz kommt. Ja. Und wenn da sowas passiert, dann habe ich echt... Ja. Also ich denke mal auch, da hat man keine Straße zum Angeben. Man weiß ja nicht einmal, wo man dann... Da kann man nur nach irgendwelchen GPS-Daten gehen oder so. Genau, da gibt es zum Beispiel auch, wenn Sie schon das Smartphone in der Hand haben, eine super App von uns vom ADAC. Wie heißt das, ADAC? Pannenhilfe. Genau. Wir sind es eigentlich schon gewöhnt. Es war öfter schon mal eine Kleinigkeit und wir haben da schon die Ruhe weg eigentlich. Gut, dann haben wir es. Dann sind wir fertig. Gerne. Dann schaffen wir. Ja. Wir sind wirklich froh, Sie. Das ist schön. Das ist schön. Eine gute Fahrt. Dankeschön. Gute Fahrt. Tschüss. Es wird beim ADAC sehr viel statistisch natürlich auch aufgenommen und wir haben hier oben im Bereich 84% kriegen wir wieder zum Laufen. Kurz Vormittag im Südosten von Rügen, 400 Liegeplätze, die Marina in Lauterbach. Zu Pfingsten wollen sie alle aufs Wasser. Er weiß nie, was der Tag so bringt. Hafenmeister Robby Dehnhardt. Höhe gut? Ja. Viele kommen spontan. Mehr als 8 Monate hat dieses Motorboot kein Wasser gesehen. Stand so lange im Winterlager. Der Eigner, der guckt jetzt erstmal, ob alles dicht ist. Brüche nicht, dass da irgendwo Wasser reinkommt, wo es nicht hingehört. Ja, Motor an und dann kann losgehen. Ne? In 10 Minuten ist das Kranen für ihn erledigt. Doch dann das. Der Ostwind drückt und drückt. Die klassische Methode, ne? Bis er davon rumkommt, reicht noch nicht ganz. Ah, das wird nix. Noch weiter zurück. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Und dauert. Und dauert. Das wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Auch der ADAC hat zu kämpfen. Ohne Mittagspause neuer Fall für den Verkehrsengel. Bei der Berlinerin war die Luft raus aus dem Vorderrad. Und deswegen habe ich dann geguckt an der Tankstelle, wie sieht es aus mit dem Reifendruck. Und da war der eben schon unten. Habe dann eben nochmal nachgefüllt und heute nochmal gecheckt. Und dann innerhalb von einer Stunde ging es dann runter auf 1,8 von 2,2. Diagnose, Ventil porös, raus und ein neues rein. Eigentlich ganz einfach. Das ist das Ventil. Und damit es gleich ein bisschen besser flutscht, so ein bisschen flutschig dran. Damit es dann doch flutscht, feilt der Fachmann am Plastikkanal. Und wie läuft's auf dem Campingplatz?